Jo, Mahlzeit, es ist mal wieder soweit. Ah! Ah! Zeit für ein neues Paket. Bevor es damit losgeht, aber nochmal eine kleine Entschuldigung für Sonntag, dass kein Big Content kam. Ich habe gerade viel vor und es läuft gerade alles ein bisschen drunter und drüber. Daher seht's mir nach, dass ich das nicht geschafft habe, das zeitlich alles unter einen Hut zu bekommen. Gut, gehen wir mal weiter hier mit dem Paket. Das ist eine anonyme Zusendung. Ja, anonymes Trash-Paket. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Ich hoffe, es hat auch was. Also es hört sich auf jeden Fall schon mal nach Dosen an. Das ist ganz gut. Ja, dann gehen wir mal rein. Gut verpackt. Es riecht auf jeden Fall nach Gas. Es riecht nach Trash-Dosen. Das hat er in der Hütte gemeint. Oh je, Alter, da ist schon los. So, das üben wir nochmal. Was haben wir hier feinert? Kann man jetzt sehen? Machen wir die Kamera ein bisschen höher. So passt das schon besser. Dann gucken wir erstmal rein. Oi, da geht's schon mal los, ne? Hier eine schöne Mote Black Limited Edition, schön mit einem Regenbogen aufgedruckt, ja? Kein billiges Papier drumherum, das ist mal Qualität. Alter, hier ist so viel geiler Scheiß drin, ne? Motips, ist eigentlich auch interessant, dass sie hier so eine Abweichung haben. Vielleicht gibt es ja da auch Sammler, die darauf stehen. Ja. Die sind halt auch alle schon angefangen, manche ja nicht mehr mit Deckel. Also ich weiß nicht, was das jetzt sein soll. Ist das jetzt blau, ist das jetzt braun? Man weiß es nicht. Muss ich alles nochmal testen. Ach guck mal, es ist ja eine Loop mit dabei. Wahnsinn. Mit Gold auch. Ja, toll, Alter, eine Transparent. Also das ist wirklich Trash. Das kann ja keiner hier brauchen. Fast leer. Prismacolor Acryl. Also echt schöner geht's ja nicht, ne? Da bekomme ich ja hier richtig, Rock'n'Roll-Vibes. Nick Green. Das so politisch korrekt ist. Das hier müsste ein Fiat Panda sein, glaube ich. Hier, die Maschine sieht auch übelst gut aus. So, haben wir noch eine davon. Oh, so ein Metallic Rot. Eieiei. High Gloss Black. Leer. Oh ja, eine Labor Pack. Eine Labor Pack im Metallic Blau. Die wetterfest für innen und außen. Ich wusste gar nicht, dass man innen auch Wetter hat. Noch eine Black. Halb voll. Passt. Ach, eine schöne Motip in Beige. Ja, das ist ja auch der absolute Scheiß hier. Das ist ja ehrlich zu sagen. Oh, hier nochmal eine Dupli. Acryllack, die habe ich gar nicht. Müsste ich mal gucken, aber die ist mir glaube ich noch unbekannt. Ja, der klassische Sparber, leider ohne Deckel. Motip, aber ist egal, die sind eh schon angebrochen. Da ist das mit dem Deckel dann halt auch egal. Oh, eine Duplicolor Platinum. Das sind doch, sind das die für den Kunstbedarf? Für den Bastelbedarf eigentlich, ne? Oder für den Künstlerbereich.
Albrecht Acryl Lachsspray seinen Glanz. Ist das Klarlachs oder was? Auf jeden Fall, also ich denke mal, das ist klarer. So, mal ein paar Brico-Colors. Also ein paar ist gut. Ich glaube, ich habe hier 8 Stück habe ich davon. Große to go sozusagen. Oh, die kommt. Oh, da sehe ich ja auch richtig schöne Farben. Oh ja, und ich habe eine Hit-Color. Die schönen. Die schönen. Letztens habe ich da auch eine 600er in der Hand gehabt, so eine rote. Gibt es auch ein Video zu sehen. Die sind nicht schlecht. Die sind nicht von schlechten Eltern. So. Black Black. Brauchen wir nicht drauf eingehen. Ein schönes Markierungsspray von Wirt. Ja, ist ja auch hier die Qualitätsfirma überhaupt. Eine Dupli. Aber welche Farbe? Hellblau oder wie? Auch schön. Auch sehr schön. Hier ist Baba nochmal. Schwarz. Albrecht. Bin mal gespannt, wie diese Albrecht sind so. Die könnten es drauf haben. Irgendwie sagt mir so mein Bauchgefühl das. Nochmal eine Prisma. Hier auch nochmal so Neon-Markierungsspray. Diese scheiß Dose hatte ich glaube ich schon mal gehabt. Ich glaube die ging aber klar. Da, alle beige, ne? Alle das gleiche. Ach, oh, gut, aber leider schon süd wie leer. Von der dunkelgrün haben wir noch ein bisschen mehr. Oh, auch schöner Farbton. Und die ist wirklich noch so voll, dass man damit eine Outline schafft. Motiv, hier nochmal eine Sparwahl in Rot. Ja, da kann man auf jeden Fall was mitmachen. Ich glaube, ich werde das nächste Mal so ein 100% Motiv-Bild malen. Und 100 pro Sparbar schaffe ich eigentlich auch schon. Oder Dupli. Ja, man könnte ja jetzt mal sagen, so ich mal jetzt bloß von einem Hersteller ein Bild mal. Finde ich auch ganz süd, weil dann ist man halt farblich auch schon wieder ein bisschen limitiert. Und ich habe hier so viele angebrochene Sparbar-Dosen, die halt auch weg müssen. Ja. Da kann man auf jeden Fall guten Content gut machen. Ups. Die kenne ich hier auch noch nicht. Also hier nicht mit diesen drei Dingern da drauf, was das doch immer sein soll. Es sieht aus wie ein Nagellack. Multona. Und noch voll, ich weiß aber nicht, was für eine Farbe. Schade, schade, schade. Noch irgendwas Besonderes? Jawoll, jawoll, noch Chrom. Weg mit dem Scheiß. Schwarz und Rot Hit-Color. Stark. Das wird echt top. So, Prisma. Hier nochmal eine Motiv, ne? Damit ihr mal seht, ne? Die Motiv-Dosen, die sind alle männlich. Daher funktionieren auch eigentlich nur die Caps, die da drauf sind. Oder so eine Ultra-Wald-Sachen. Oh, noch eine Metallic. Lila Metallic. Interessant. Also das wird auf jeden Fall spaßig werden. Hoppala. Alter Junge, Alter. Was kann ich euer Ernst sein? Also das ist auf jeden Fall ein großer Haufen Müll. Ein wirklich großer Haufen. So, jetzt würde ich noch mal ein bisschen recherchieren kurz. Und zwar hier bei der. War ich so ein bisschen gespannt, was das wohl sein wird.
Gucken wir mal, was wir da haben. Oh, schön. Richtig schöne Farbe. Und die deckt auch wie eine 1. Ne, das sieht man halt vor allem auch. Also ist auch ein guter Test, wie man halt gucken kann, ob eine Dose gut oder weniger gut deckt. Wenn ihr auf die Pappe sprüht und ihr halt die Farbe nicht darunter seht, ist klar. Aber wenn auch die Farbe gleichdeckend am Ring ist, dann ist das auch so ein Kriterium dafür. Weil, ja hier, so, das ist relativ dünne Farbe. Und dann seht ihr auch, dass sie gar nicht so richtig am Ring haften möchte. Ne? Da seht ihr den Unterschied. Ja, das ist auf jeden Fall Farbe wie Nagellack. Riecht auch ähnlich. Und von denen habe ich ziemlich viel. Also da freue ich mich auf jeden Fall. Also das wird mich auf jeden Fall die nächste Zeit begleiten. Vielen lieben Dank an den anonymen Einsender für den Haufen Trash. Werd mal gucken, ob sich das lohnt, ja, das mal einzuführen. Dann könnte ich mir ja mal die Mühe machen, so ein anonymes Postfach mir zu besorgen. Und dann könnt ihr einfach all euren Scheiß, den ihr habt, zu mir schicken. Oder auf den ihr keinen Bock mehr habt. Ich finde da immer irgendwie eine Lösung. Hoffentlich. Gut, das war's gewesen. Easy Content. Ihr wisst Bescheid, warum. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend. Und Freitag geht's weiter. Bis dahin, haut rein.